Ich habe insgesamt 400 Fortnite-Skins in meinem Spind. Und heute habe ich mir daher zur Challenge gesetzt, dass ich nur die Skins eliminieren darf, die ich auch tatsächlich habe. Dementsprechend, wenn ich mal auf einen Renegade Raider oder auf einen Travis Scott getroffen bin, durfte ich diese nicht eliminieren. Wenn ihr bei solchen Challenges auch sehr gerne mal live dabei sein wollt, dann checkt sehr gerne den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Damit kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal. Dort heiße ich AlbiVW und bin so gut wie jeden Tag live. Vergesst auf gar keinen Fall auf diesem Video hier ein Like dazulassen und den Kanal kostenfrei zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und für den ultimativen Support könnt ihr sehr gerne noch den Creator-Code AlbiVW im Itemshop eintragen. Sind nur 6 Buchstaben, der Code ist super schnell eingegeben, würde mich super unterstützen. Und hier sind noch die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sich was mit dem Code AlbiVW im Itemshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen Dank für den ganzen Support. Wir gehen in die Challenge rein. Let's go. Rein da. Ich darf nur die Skins eliminieren, die ich im Spind habe. Das Problem ist nur, die Challenge ist immer ein bisschen schwer. Ich weiß, welche Skins ich habe. Das Problem ist nur, guck mal, wie viele das sind. Ich habe insgesamt 397 Skins. Also fast 400. Und eigentlich weiß ich, wenn ich den Skin sehe, weiß ich, welchen Skin ich habe und welchen nicht. Welchen ich eliminieren darf und welchen nicht. Das Ganze am Ende dann so auszuspielen, dass ich die Runde gewinne, das ist gar nicht so leicht. Weil sehr, sehr viele Leute haben gerade immer aktuelle Skins. Und die neuesten Skins habe ich meistens nicht. Beziehungsweise auch sowas wie OG-Skins oder super bekannte Skins, wie zum Beispiel Travis habe ich nicht. Ich habe den Renegade Raider habe ich zum Beispiel auch nicht. Die ganzen Spieler, die darf ich natürlich dann auch nicht eliminieren, weil ich die Skins nicht besitze. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich nur so No-Skins treffe, nur Surf-Hexen treffe, nur Spider-Mans treffe. Alle Skins, die ich habe. Wenn ich Skins sehe, die super, super neu sind, also diese ganzen Anime-Skins zum Beispiel, ich habe davon gefühlt gar keinen. Wenn ich die sehe, ist verquatscht. Und ihr müsst mir jetzt helfen, Chat, ne? Um herauszufinden, hey, habe ich den Skin, darf ich den fighten oder nicht? Am Ende wird es sehr, sehr spannend. Stellt euch mal vor, ich bin Top 2 und dann am Ende ist einfach so ein Travis Scott. Das wäre jetzt echt wack. War jetzt die ganze Zeit im Urlaub für 1,5 Wochen. Und ich muss sagen, Fortnite fühlt sich ein bisschen anders an. Aber das glaube ich immer so. Ich glaube, das fühlen auch die meisten, die vom Urlaub kommen. Dann ist das Spiel irgendwie... Darf ich killen? Hab ich? Ich habe gerade am Anfang noch gar nicht darüber nachgedacht. Oh, Fokus, den habe ich. Den darf ich fighten. Fokus, ich darf dich fighten. Komm her. Crack, bam, MP, dead. Let's go. So, bei den Skins, die sind so Standard, die habe ich alle. Wobei der erste, der war gar nicht so Standard, aber den habe ich. Das weiß ich 100%, den habe ich mir geholt, weil der so aussieht wie so ein Tryhard-Skin. Ich habe gefühlt jeden Tryhard-Skin. Also wenn ihr irgendeinen Tryhard-Skin seht, dann müsst ihr mir nicht darauf hinweisen. Die habe ich alle. Weil ihr wisst, ich bin ja auch ein Tryhard. No Skin, ja! Bruder, was ist mit dir los? Und hier sind Steps oben. Boah, nur No Skins, nur No Skins. Sind ganz, ganz wichtig. Unter mir. Habe ich den? Boah, ich weiß nicht, ob ich den hab. Boah, ich glaube, ich habe ihn gar nicht. Habe ich den, Chat? Ist er bekannt? Den habe ich safe nicht, oder? Nee, nee, ich habe den nicht. Ich darf den nicht fighten. Ist Battle Pass? Welcher Battle Pass? Welcher Battle Pass? Battle Pass habe ich alle. Welcher Battle Pass? Dieser? Diese Season? Doch, dann muss ich den haben. Letzte Season? Ja, okay, doch, dann habe ich den. Oh, wer ist der? Den habe ich, den habe ich, den habe ich schon. Boah, zum Glück. Der ist diese Season. Let's go. Oh, goldene Spaß. Nehme ich gerne mit. Irgendwo unten. Ist das ein Bot? So, wir haben 5 Kills. Schaut schon mal gut aus. Bisher hatten wir auch wirklich jeden Skin. Ja gut, mit 397 Skins ist die Challenge natürlich auch ein bisschen einfacher, als wenn man weniger Skins hat, ne? Aber ich glaube, ganz ehrlich, 397 Skins ist gar nicht so rich in Fortnite für die ganzen OG-Leute. Es gibt wirklich YouTuber, die haben also wirklich so 500, 600 Skins. Also ich finde 397 ist noch wenig, weil ich habe ja, ihr müsst euch vorstellen, ich habe jeden Battle Pass. Oh mein Gott. Was ist das für ein Skin? Habe ich den? Ich glaube, den habe ich, oder? Ja doch, ich hab die. Die habe ich von Epic Games bekommen. Aber das meine ich mit Anime-Skins, da muss ich kurz überlegen. Den habe ich aber. Standard-Skill hat 1600 Skins? 1600? Bro, da habe ich ja gar keine. Aber warum hat er so viele? Holte sie jedes Mal den ganzen Item-Shop. Bro, what? Okay, das ist krass. Ja gut, dann der kann ja diese Challenge gar nicht erst machen. Der hat ja jeden dann. Aber bisher hatte ich auch jeden Skin. Wer ist er? Boah, ich erkenne ihn nicht. Ich erkenne ihn nicht noch. Was war das für einer? Was war das für einer, Chat? Ah, ich weiß nicht, ob ich den hatte. Anime.
Habe ich den? Oh, nee, den habe ich, glaube ich, nicht. Oh, den habe ich nicht. Nee, wir müssen neu starten. Ja, ich lass mich killen. Hallo? Wie hieß der? Müssen wir nachgucken. Wenn ich den jetzt hatte, ne? Dann hasse ich euch, Chat. Sind die im Itemshop gerade? Kann ich das ja direkt... Guck mal, das... Ah, der war's doch, oder? Ich hab den nicht. Das war der Skin. Der Skin war das doch, oder? Der hatte so einen Wuschelkopf. Wir müssen uns ein bisschen mehr konzentrieren. Das war ein bisschen verquatscht. Wir müssen am Ende der Challenge natürlich auch die Runde gewinnen. Ich schwör's euch, ich habe Angst, dass am Ende der zweite und der dritte, dass die dann Skins haben, die ich nicht killen darf. Wie soll ich das dann machen? Das ist auch ein bisschen Glück. Oder ich darf vielleicht Skins, die ich eliminieren darf, muss ich vielleicht am Ende leben lassen, damit die nämlich die Skins holen, die ich nicht killen darf. Oh, das wäre smart. Das sind doch so viele gedroppt. Von wo? Oh, den Skin habe ich. Geil, den kann ich contesten. Den Skin habe ich safe. Wichtig, wichtig, wichtig. Oh, der dreht ab, oder? Nein, er kommt. Was ist das für ein Skin? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Was ist das für ein Skin? Den habe ich auch. Battle Pass. Oh, cool, cool, cool. Viele Skins, die ich habe hier. Nice, den durfte ich killen. Sehr gut. Oh. Wer ist denn er? Dann habe ich auch den Skin. Nice. Ja, okay, super. Wer ist denn er? Habe ich den Chat? Oh, ich weiß es nicht. Okay, das ist wenigstens ein netter Stream-Cypher. Mal zur Abwechslung. Er hatte meinen Skin, den durfte ich eliminieren. Coco-Bobby. Da habe ich auch, sehr nice. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch jemand. Oh, Surfwechsel. Darf ich eliminieren, aber ich muss aufpassen, dass ich hier nicht down gehe. Darf ich auch eliminieren, habe ich auch. Oh Mann. Jungs! Jungs, 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 Jungs. Darf ich? Oh, oh. Lieber nochmal weg. Nochmal neu sortieren. Und so bringt es gar nichts. Boah, zum Glück habe ich die ganzen Skins gerade, wirklich. Es sind schon zwei nette Stream-Sniper hier gewesen. Wenn zwei nette Stream-Sniper sind, dann muss es auch irgendwo in der Runde zwei gemeine Stream-Sniper geben. Zwei Steps hier. Was ist das für eine? Hab ich den? Ich habe keine Ahnung. Irgendjemand hat ihn gekillt, oder? Den habe ich. Boah. Oder? Ne, warte mal, den habe ich nicht, oder? Das ist so ein silberner Skin. Ist so ein Battle Pass Skin, Chat? Ne, ich darf den nicht holen. Ich darf nicht. Den habe ich nicht. Das ist so ein silberner. Den habe ich nicht, glaube ich. Den habe ich doch safe nicht. Ist auch ein Stream Sniper. Ich darf den nicht killen, Bro. Ich darf den nicht killen. Bitte lass mich in Ruhe. Einfach nicht hinterherlaufen. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Mach dein Ding. Spiel dein Ding. Mach dein Ding. Vielleicht sehen wir uns am Ende nochmal. Das sind zwei. Ja, das sind auch zwei Steps. Der war heute im Shop. Ja, ich habe den nicht, glaube ich. Ich habe den, glaube ich, nicht. Noch ein Stream Sniper. Was ist los? Wie viele sind denn hier am Snipen? Wie schafft ihr das? Oh, Jungs. Er meint es echt nur gut, ne? Ihr meint es echt nur gut, aber Jungs, das ist Wahnsinn. Also wirklich, fast alle meine Kills sind nur Stream-Sniper. Wir spielen hier nicht gerade das Format, ihr dürft mich Stream-Snipen. Wir spielen hier gerade das Format, ich darf die Skins eliminieren, die ich im Shop hab. Im Spind hab. Was geht denn hier ab? Den hab ich nicht. Ah! Ich hab den nicht. Ne, fight mich doch nicht, hallo. Muss ihm Respektschelle geben, sonst fightet er mich. Ja, muss ich. Komm, lass mich einfach in Ruhe, Bro. Bitte. Hier, komm, jetzt musst du Respekt haben. Bitte. Geh einfach weg. Bro, bitte, du musst weggehen. Bitte. Hallo. Weg. Meter machen. Nein. Nein. Wir dürfen nicht Team. Hallo. Nein. Weg. Ganz weit weglaufen. Noch weiter. Noch weiter. Noch weiter. Kann doch nicht wahr sein. Hast du safe? Ich hab den Skin nicht. For real, ich hab den nicht. Bisschen Steps. No Skin, ja, ich freue mich immer über No Skins. Denn die darf ich mir holen. Oh! Was ist das? Was ist das? Hallo? Kann mir das einer erklären?
Was ist das für ein Quatsch gerade? Soll ich das spielen? Ich finde eigentlich Grappler besser, oder? Was ist das für einer? Superheld? Ja, Superheld. Was ist denn das für ein Gerät, bitte? Meine Pump nicht nachgeladen. Okay, ich habe jetzt ganz guten Stuff. Ich mache mich mal auf den Weg nach Brutal. Hoffentlich finden wir da ein paar Spieler, aber auch mit Skins, die ich eliminieren darf. Okay, den habe ich. Oh, zum Glück habe ich den. Ja, guck mit einer. Guck mit dem Revolver die ganze Zeit auf mich. Das ist ein bisschen gefährlich. Okay. Okay, nice. Sehr stark, sehr stark, sehr stark. Ich dachte ehrlich gesagt, dass es irgendwie nicht so anspruchsvoll wird. Aber doch, doch, doch. Es gibt ein paar, die habe ich nicht. Doch, warte, habe ich Miete? Doch, den habe ich, oder? Ist diese, ja, doch, ist der aus dem Sommerpack. Oh. Das war nochmal ganz kurz spannend. Aber den Midas hatte ich zum Glück. Boah, wenn ich da weglaufen hätte müssen, das wäre kritisch gewesen. Aber die Challenge macht schon Spaß, weil man muss auf die Fights ganz, ganz, ganz anders eingehen. Okay, ist das ein roter Superheld? Was ist denn das? Ah, okay. Okay, okay, nein, nein, nein. Ich weiß, welchen Skin der. Ich kann ihn nicht benennen, aber den habe ich. Ich glaube, der ist auch vom Battle Pass, actually. Von irgendeinem. Er hat mit dem Raptor zu kämpfen. Full Box. Oh, hier ist ein Spieler drin. Oh, guter Hit. Man kann nicht bauen hier. Zum Glück habe ich die Coachella-Skins, ne? Die Coachella-Skins, die sind so wichtig, die kommen so oft vor in diesen ganzen Runden. Oh mein Gott, ein Red Knight genau neben mir. Was bist du denn für einer? Oh, da habe ich den ersten Hit veraimt. Und der Hit von ihm hat mir ein bisschen wehgetan. So, ich glaube, ich lasse mal die magische Kugel für den Grappler da. Damit ich auf jeden Fall schön reinkomme jetzt in die Zone. Bisher habe ich in der Runde echt ein bisschen Glück gehabt mit den Spielern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wirklich, dafür, dass die Runde gut läuft, dafür mussten echt blöde Sachen in den letzten Runden passieren. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Ich glaube sogar, das ist hier irgendwo. Oh, weiße Mütze habe ich. Wichtig, wichtig, wichtig. Komm her. Dich habe ich, Minion. Oh, er geht hoch. Welcher Typ ist hier? Was ist das für einer? Ist ein Star Wars Skin? Von den Star Wars Skins habe ich alle. Was ist denn das? Ist das Chewbacca? Ich kann es gerade nicht einschätzen. Ich will den nicht killen, ohne dass ich hundertprozentig sicher bin, was für ein Skin das ist. Ich glaube, die sind ganz hoch gegangen jetzt, die beiden. Okay, ist die Weißmütze. Ich glaube, er hat diesen Chewbacca-Skin da geholt. Oh mein Gott. Boah. Okay, das war auch nochmal spannend. 14 HP nur noch. Jetzt muss ich mir die Mitte da holen. Eieiei. Oh, das ist ein Golfspieler. Den habe ich, den habe ich, den habe ich, den habe ich, den habe ich. Ist hier drin gelandet? Oder ist es jetzt ein komplett anderer?
Das ist ein Superheld. Oh mein Gott, nein! Ich spring da viel zu aggressiv rein. Okay, neue Runde, neues Glück. Oh, so bald. Komm her. Dich darf ich holen. Den auch. Fokus, komm her. Ey, alle laufen weg. Und sie kommen auch weg. Den so bald brauche ich. Oh, nice. Wer ist denn er jetzt? Das ist doch... Warte, das ist der Vogel. Das ist nochmal ein komplett anderer. Warte mal, aber den habe ich auch zu Glück. Das ist der Weihnachtskalender-Skin. Let's go. So, wo ist jetzt der Fokus hin? Den Fokus komplett verloren. Naja. Solange ich noch lebe, ist alles gut. Ey, die Challenge ist hart, ne? Ich finde die krass. Weil man nie hundertprozentig von Anfang an richtig Gas geben kann im Fight. Sondern erstmal gucken muss und da kriegt man vielleicht schon den ein oder anderen Hit ab. Ist schon anspruchsvoll. Aber ich sage euch ehrlich, genau das liebe ich. Ich liebe schwere Challenges. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wir gehen zu Brutal. Let's go. Golfspieler. Dich habe ich in meinem Spind. Oh mein Gott, den habe ich zum Glück auch. Oh. Ich kann es jetzt echt nicht gebrauchen, dass ich vor einem weglaufen muss. Oh mein Gott, bin ich... Healen. Weil ich glaube, hier sind noch ein paar andere. Oh ja, da hinten. Hier drinnen sind welche. Das ist ein Superheld, oder? Ah ne, oh, das ist diese... Nee, die habe ich nicht. Das ist so eine weiße Schneekönigin, ne? Nee, den Skin habe ich actually nicht. Da muss ich weg. Ich hasse es so sehr, wenn ich weg muss. Weil dann denke ich mir die ganze Zeit, was, wenn ich jetzt ganz am Ende diesen Spieler treffe und niemand ihn geholt hat? Das wäre so schrecklich. Oh, unter diesen Steps? Hä, wo denn? Im Busch? Oh, ein Coachella-Skin. Oh, ich liebe es, wenn ich solche sehe, ne? Weil die habe ich beide. Wo bist du, mein Coachella-Skin? Ich will in deine Box rein. Oh, okay. Der ist hungriger, als ich dachte. Oh, okay, sehr gut. Ich glaube, ich mache mich sogar lieber auf den Weg zu meinem Airdrop und dekoriere jetzt mal, wer mich da hinten abschießt. Das ist gerade irgendwie deutlich wichtiger, finde ich, Healing zu haben und jetzt noch zu überleben. Weil wenn ich jetzt zu diesem einen Spieler gehe und stellt euch mal vor, der hat einen Skin, den ich nicht habe, dann ist vorbei mit der Runde. Okay, nice. Brauche ich maybe noch ein paar Mets und dann geht's mir gut. Ah, vor mir sind Schüsse. Da ganz oben drauf ist einer. Ist es diese... Das ist aber jetzt nicht diese Schneeritterin da, ne? Diese Schneeprinzessin, die wir gesehen haben in Brutal. Was ist das für ein Skin? Ich erkenne ihn nicht. Ich gehe hoch. Habe ich den? Ja, ich habe den. Oh, zum Glück. Komm her. Boah. Hat mir einen guten Hit gegeben. Jetzt muss ich aber schnell runter, bevor jemand abbaut. Oh, zum Glück hatte ich den. Oh, neben mir. In mir! Fußballer-Skin. Den Lockpot, habe ich den? Bin mir gerade unsicher. Habe ich den? Ich glaube, ich habe alle Fußballskins von Epic Games damals bekommen. Ich glaube, ich habe den. Ich gehe trotzdem nochmal weg, Kurs. Ich glaube, ich habe den, aber ich bin mir gerade so unsicher. Ich glaube, ich habe ihn aber. Aber ich werde trotzdem nochmal weggehen, weil ich keine Mets gerade eh habe. Wir sind erstmal wieder fein. Und ich glaube, ich habe den Skin, aber ich will trotzdem lieber vorsichtig sein, was es angeht. Weil es sind so Skins, die habe ich selber halt nie gespielt, aber ich weiß, dass ich sie habe. Ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere von euch, der vielleicht auch relativ viele Skins hat, der kennt das Gefühl vielleicht, wenn man sich irgendwie so ein paar Skins auf einmal holt und dann spielt man die vielleicht einmal oder denkt sich nach einer Runde, Mist, ich bereue den Skin gekauft zu haben. Und dann vergisst man das auch vielleicht, dass man den hat. So geht es mir gerade bei diesem Lockenkopf-Fußball-Skin. Da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Und ich habe auch zum Glück diesen Pump nicht abgedrückt. Dann wäre der down gewesen. Wenn ich dann den Skin nicht gehabt hätte, wäre die Challenge wieder verkackt. Okay, Top 5 kommt schon. Wir sind so kurz davor, die Challenge zu schaffen. Top 4. Vor mir ist da einer. Oh, das ist ein... Ich glaube, das ist ein...
Das ist ein Fußballer. Oh, was ist das? Ein Superheld. Okay, den habe ich auch. Sehr gut. Okay, das ist wichtig. Es leben nämlich nur noch 3 Gegner. Davon habe ich 2 Skins. Und ich bin der dann den Superhelden. So kurz davor, diese Challenge zu schaffen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Wären die anderen... Okay, den hätte ich nicht gehabt. Das ist, guck mal, das ist der Typ aus Brutal. Das ist genau den, den ich nicht fighten durfte in Brutal. Und dann auch noch der Lockenkopf. Warte mal, nein, dann hätte ich die zwei nicht killen können. Ich hätte nur noch... Und jetzt hätte ich, wenn ich den Superheld jetzt gekriegt hätte, der hätte nämlich so einen Goldie drinnen, dann hätte ich die Runde gar nicht gewinnen können. Weil ich die anderen zwei Skins ja... Bei dem bin ich mir unsicher. Und den habe ich safe nicht. Ey, diese Challenge, ne?